Heute mit einer, glaube ich, in dieser Form noch nie dagewesenen Besetzung. Schade, gell? Ja, eigentlich schade. Daniel Veit von GameTube, Tobias Veltin von der GamePro, hallo. Florian Heider von Hi5. Hallo. Und ich. Maxi ist ja im Urlaub. Ja. Beziehungsweise sie zieht um. Stimmt, das also darf man nicht als Urlaub nicht locker, sondern genau, sie zieht um, schleppt Waschmaschinen durch München. Ja, mehrere. Ja, mehrere. Das ist ja das Tolle an Maxi. Sie hatte ihre Waschmaschinensammlung. Ja, das ist, die einen mögen DVDs, die anderen Waschmaschinen. Spitze. Und wo ist der Obermeier eigentlich? Der hat keine Zeit. Ach. Der muss ein Interview geben für, ich weiß gar nicht für was. Moment, was, er gibt eins oder er führt er eins? Er gibt eins. Das heißt, er wird interviewt? Er wird interviewt. Von wem das denn? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt komm, aber der kommt extra aus Österreich hierher, um uns zu interviewen, beziehungsweise mit uns meine ich Michi, in Vertretung von den anderen GameTube-Jungs. Ach, es geht um GameTube. Genau. Aber Michi ist ja der Anführer von GameTube. Sozusagen. Ja, ist ja richtig. Sagt er das hier immer öffentlich? Ja. Mhm. Oh. Okay. Hätte ich das nicht sagen dürfen jetzt? Nö, ich weiß das ja. Heikles Thema. Der Anführer halt jedes Mal. GameTube. Anführer von GameTube. Ja, aber es sei ihm gegönnt, oder nicht? Bestimmt. Nee? Ja. Ja, Spitzenklasse. Ja. Da geht die Stutenbissigkeit nämlich schon los. Ja. Aber GameTubes sind halt Stars, Popstars. Ja, kannst du nichts machen. Ja. Da sind wir direkt dagegen. Muss man ganz klar so sagen. Tobi, alte Hilfsarmöbel. Ja. Wo ist dein Mikro? Sitzt das alles? Oder das, ist du nicht hier, das ist hier. Ja, gut. Du warst schon ewig nicht mehr hier. Ja, letztes Mal vor einem Jahr ungefähr. Genau. Wahnsinn. Ja. Was tut sich bei dir? Was geht bei der GamePro? Ja, GamePro-Kram halt. Ne? Ich spiele im Moment Dying Light. Aha. Mhm. Habe ich übrigens gesehen, unser geschätzter Kollege Pete Smeet, Grüße an dieser Stelle, hat gestern getwittert oder auf Instagram war es, glaube ich, weiß gar nicht mehr, blickt da gar nicht mehr durch. Instabook oder Ugram. Facegram. Ja, Dying Light, Pappaufsteller mit PewDiePie. Ja, ja. Zitat, it's so awesome, I love it oder irgendwie so. Großer Stress bei der Journalie draußen. Ja, früher waren wir das nämlich noch, die als Accolades auf den Plakaten drauf waren und jetzt ist es dieser doofe YouTuber. YouTuber, sagt man auch. Glaube ich schon, ja. YouTube. Echt? Ich dachte immer, man sagt YouTuber. Oder YouTuber. Ja. Die haben mehr Ahnung von der Materie. Das sind die Stars. Ja, wie kamen wir jetzt da drauf? Ach so, ja, genau. Dying Light. Über mich. Ja, ja, ja natürlich. Und läuft? Ja, Dying Light gut. Ja. Ja, sagt er jetzt. Ne? Er hat halt immer, ich glaube, die letzten 4 Tage oder so komme ich immer drauf. Oh, das ist Dying Light. Ja. Ja, und wie ist es? Ist okay. Ja. Und irgendwie jeden Tag, wenn ich raufkomme, irgendwie hockt der Tobi da und zockt Dying Light. Ich bin nämlich nicht sicher, ob er es noch müsste. Ja. Aber er spielt und spielt. Also irgendwie fällt es. Das noch, aber es hat so einen Flow entwickelt irgendwann. Ja, also am Anfang war es noch. Hast so du bitte hier auf Captain Goomba natürlich. Habe ich ihm so zerknautscht, ins Gesicht gesteckt. Ja. Ich nehme ihn so. So, wir haben uns, bevor die Kamera angemacht wurde, über Shame unterhalten. Nicht, wie du sagtest, den Song von Broses. Nein, Monrose, bitte. Bitte? Monrose. Wer ist das? Das ist so eine Girlband, ach, die 2007 gegründet wurde. Monrose. Mit Mandy. Nein. Das ist doch die alte von Özil. Ach, sogar das Jahr wusste. Echt? Die da zusammen? Ich dachte, wir werden. Nee. Von wem? Was verpasst? Mesut Özil ist mit Monrose zusammen. Habt ihr mitbekommen? Eigentlich habt ihr diesen Mannschaftsfilm gesehen, die Mannschaft. Ja. Nee. Da war eine Szene, wo Mesut Özil total selbstbewusst und lachend über den Platz läuft. Ja und? Ich halte das für CGI. Ich glaube das nicht. Ich möchte mich an diesem Mesut Özil-Bashing nicht beteiligen. Ich bashe hier nicht, aber ich glaube das halt nicht. Ich halte Mesut Özil für einen hervorragenden Fußballer. Der Mann ist Weltmeister. Der Mann ist Weltmeister. Er ist ein Held. Und er hat doch diesen Transfersummen-Rucksack zu tragen. Wie viel hat er gekostet? Ich glaube 40, 35 Milliarden, glaube ich. Milliarden. Ja. Nach der WM auf jeden Fall 40 Milliarden jetzt. Ja. André Schürrle ist jetzt bei Wolfsburg, haben wir eben erfahren. André Schürrle, André Schürrle ist bei Wolfsburg und auch Heiko Klinge. Schöne Grüße an Heiko Klinge, der ebenfalls wechselt, jetzt in die Abwehr. Ja. Was wolltest du eben sagen, Daniel? Mesut konnte Mandy von Monrose nicht halten. Er konnte nicht. Weltmeister hin oder her, anscheinend Mandy. Ja. Mandy habe ich trotzdem gelassen. Ja. Monrose war Monrose vor oder nach Broses? Nach Broses, ja. Broses waren noch die Ersten, oder? Nein, die No Angels waren die Zweiten. Nein. No Angels und dann... Broses. Da stimmt, No Angels. Und dann gab es so die Preluders und noch irgendwie, da gab es so eine Doppelband. War Mandy nicht von den Preluders? Die waren danach. Noob. Wie kam man auf diesen Namen? Super. Wir haben uns über Shame aber unterhalten, über den Film. Den habe ich nämlich gestern gesehen, habe mir von Flo ausgeliehen. Flo, hallo. Der eine beeindruckende Filmsammlung übrigens hat. Aber du hast ja circa 3000 Filme. Yet. Du hast ja gestern nur... Unfassbar. Die kleine Auswahl in München gesehen. Und Shame habt ihr alle nicht gesehen. Nein. Mit Michael Fassbender, er spielt so einen sexsüchtigen, vermeintlich sehr erfolgreichen, gut aussehenden New Yorker. Ist das nicht das Regiedebüt von Tom Ford?
Das weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Ich könnte. Nee. Der Modedesigner. Nee, hier McQueen hat, glaube ich, Regie geführt. Steve McQueen, ja, der den gleichen Namen trägt wie der alte Schauspieler. Ne? Ja, genau. Ja, also habt ihr alle nicht gesehen. Marco, hast du den auch nicht gesehen, Shame? Hast du Shame gesehen mit Michael Fassbender? Nee, leider nicht. Auch nicht? Bitte? Und Steve McQueen. Steve McQueen, ja. Dann Marco. Ja, also schauspielerisch sehr gut. Man sieht natürlich erstmal 20 Minuten die Nudel von Fassbender. Ach, du siehst sie? Durchs Bild wedeln, ja. Angucken. Ja. Heute Abend, Nudel. Von der Nudel jetzt nicht zum Hauptthema, sondern erstmal zur Wochenvorschau. Kriegen wir das eigentlich alles hin diese Woche? Ist Maxi, kommt die wieder? Kriegen wir das hingenudelt? Ja. Ja. Ab morgen müsste wieder da sein? Ja, das ist wieder da. Also hoffentlich, morgen, wenn der Dücken das mitmacht, nach den ganzen Geschleppe, ja, dann kommt die wieder. Morgen AAA, die besten Spiele mit. Was war R? Wir sind bei... Nee, R haben wir schon. S. S, ja. Wenn S nach R kommt, dann ja. Q, R, S. Stimmt das? Ja, ja, das ist ja korrekt. Also, danke, Tobi. Ja, danke. Die besten Spiele mit S. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Was war denn bei S? Du warst auch bei S, glaube ich, Daniel. Nee, ich war bei R. Ich war letzte Woche. Ach, du warst bei R. Was war denn bei S? Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall wieder Spitzenklasse. Im Zweifel der Flo, oder? Oder Pete? Ja, oder Pete. Der Flo. Pete war, glaube ich, sowieso überall. Die Pimmler. Die Pimmler, ja. Weiß nicht mehr genau. Wieso liegt hier eigentlich diese LeFloid-Mütze? Die lag schon vor deiner Zeit hier. Ist das so? Nein, ich weiß wieder warum. Weil nämlich die Kollegen von Evolve, also nicht Spiel, sondern Kleidung, waren neulich bei uns zu Besuch und wir haben da gequatscht, was wir da so machen können. Es gibt ja tolle High-Five-Shirts oder Ninotaku-Shirts. Und da haben sie uns diese Mützen mitgebracht, so als Muster. Grüße an den lieben Flo. Den ich immer noch nicht kenne, leider. Echt nicht? Ja, würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, super Typ. Auch den Hardy. Ich glaube, der ist so sympathisch und ich... Den Hardy von Pete's Meat kennst du nicht? Ja, ich habe den einmal Hallo gesagt, das war zum Let's Fets Call of Duty. Ja. Und es waren halt 2 Sekunden, 3 Sekunden und da musste ich was machen und... Ich wache manchmal nachts schreiend auf. Ja. Hardy! Dann ist er nicht mehr da. Ja. In meinem Traum schon. Hardy ist super. Ich glaube wirklich, also der war mir sehr sympathisch auf das Hallo. Ja. Also es hört sich jetzt doof an, aber hi Jungs. Ja, wir mögen Hardy. Ja. Beim Flo ist ja super. Ich habe ihm ja damals, auch vor fast einem Jahr, habe ich ihm ja ein Kojima-Autogramm mitgebracht. Ja, das war toll. Ja, weil extra er ist großer Kojima-Fan. Angestellt und ja, alles geklappt. Ja, Kojima wusste auch sofort, um was es geht, LeFloid, klar. Hier direkt YouTube gezeigt, ja, hier euch unterschreiben. Genau, ja, Abonnent der ersten Stunde. Ja. Hideo Kojima, wie geht's dem denn eigentlich? Ich glaube ganz gut. Ja, ich denke auch. Kommt gut voran da mit seiner Entwicklung von Phantom Pain. Ja. Schauen wir mal. Wird vielleicht toll. Sehen wir ihn ja wieder mal auf irgendeiner Gamescom-Party. Das wird auf jeden Fall, ja, das wäre toll. Ja, gibt's ja eine schöne Geschichte. Die haben wir aber schon mal erzählt an anderer Stelle. Vor einem Jahr. Nein. Wir verquatschen uns schon wieder. Aber nach einem Jahr kam er ja nochmal. Ja, genau. Ich wollte jetzt eine Brücke schlagen, habe sie aber vergessen. Jedenfalls gibt's Mittwoch wieder Ninotaku. An dieser Stelle übrigens nochmal vielen Dank an euch stellvertretend, an die GameTube-Crew und auch an die Kollegen von GameStar. Das kann ich ja dann quasi beides in deine Richtung richten. Sagt man das so? Ich glaube schon, ja. Ja, ich denke auch. Ihr habt nämlich mein Hashtag I Love Anime Video geteilt. Jawohl. Ja, ja, und überraschenderweise, denn Daniel und ich haben so ein bisschen gescherzt. Gesundheit. 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 Wir hatten so ein bisschen Angst, dass das halt von den GameStar-Usern, ohne das jetzt irgendwie werten zu wollen, völlig zerrissen wird. Weil es ist halt schon weit weg vom Thema PC-Gaming. Aber die Resonanz war gar nicht so schlecht. Nee, war... eigentlich ganz angenehm. Oder wurde denn gehatet? Ich habe da nicht mehr reingelesen. Ja, ach, wird doch immer. Bisschen schon. Aber nicht, was das Video da zu suchen hat, oder? Sondern so, ja, find Anime doof. Ja, eher so, find Anime doof, ja. Achso, ja. Ja, ist ja auch jedermannes gutes Recht, was doof zu finden. Aber klar. Aber so war es wirklich gut. Ja, hat mich echt. War da auch ein geiler Trailer, muss man halt auch sagen. Danke, mega gefreut. Hat Marco geteilt, gell? Marco Scorsese, bitte? Ich habe auch geteilt. Ich weiß, danke. Bitte. Nee, wirklich, das ist ein gutes Ding. Hast du ihn auch gesehen, Tobi? Ja, ich habe ihn auch gesehen. Ja. Hast du nicht mehr dafür? Ja. Ja. Danke, Tobi. Donnerstag, Fab 5. Ich habe keine Ahnung, was bei Fab 5 passieren wird. Ich glaube, irgendwie die 5 besten Waschmaschinen aller Zeiten. Ich bin nicht sicher. Ja, das kann natürlich sein. In Computerspielen natürlich. Und Freitag gibt es die Game News. Letzte Woche mit dir hervorragend gemacht. Ja? Ja. Ja, danke. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. diese Woche dann wieder mit The Maxi. And now das Thema der Woche. Mhm. Das ist ja neu, haben wir jetzt so etabliert bei Come On, weil wir uns immer fürchterlich verquatschen. Gibt es jetzt immer ein Thema der Woche?
Und das gibt es dann in dem ersten Teil von Common. Was ist denn mit euch zwei Schlitzohren eigentlich? Wir freuen uns jetzt einfach schon so auf die Frage. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Thema der Woche. Ach, ihr wisst es doch gar nicht. Nein, natürlich nicht. Vorher haben sie die Rückseite gelesen. Du musst aufpassen, auf der Rückseite gibt es da was. Oh, ja, okay. Und das haben sie gleich gelesen, habe ich zurecht. Nee, Thema der Woche. Ich kenne die Fragen ja auch nicht, nur die Thema der Woche-Frage habe ich vor der Sendung schon ganz kurz. Ihr habt aber nicht uns wegen dem Thema der Woche ausgewählt. Doch. Oh. Oh. Ja. Ist das wirklich so? Nee, es ist nicht so. Riesenwuchs. André Schürrle. Ihr wart doch zweite Wahl. Ja, Thema der Woche, André Schürrle zu Wolfsburg. Geht's noch? Fragezeichen. Gibt's hier noch andere Experten im Haus, ja, die dazu was sagen? Soeben haben 28.000 Leute abgestellt, weil sie glauben, es war mein Ernst. Ja. Danke. Macht nichts. Trotzdem, erfolgreichstes Format auf YouTube aller Zeiten. Mebores schreibt uns die Frage der Woche. Thema fürs nächste Mal. Remastered, HD-Remake etc., Abzocke oder Gold wert? In letzter Zeit nehmen die HD-Remakes, Remastered Editions und Collections zu. Wollen Entwickler nur damit schnelles Geld machen, weil sie sonst nichts Neues bieten können, oder erfüllen damit wirklich die Wünsche der Community, die sowas sehen und haben wollen? Eure Meinung wäre interessant. Ja. Vielleicht kann man es erst ein bisschen aufdröseln. Also Remastered, HD-Remake, es gibt ja nun solche und solche. Also ja, wenn wir uns mal ein aktuelles Beispiel angucken, jetzt zum Beispiel Majora's Mask, da wurde ja relativ viel dran gemacht. Also das wurde dann auch tatsächlich nochmal angepasst für das Gerät. Muss man da unterscheiden, wirklich zwischen einem Spiel, das man nochmal angefasst hat, wo nochmal was passiert ist, und einer dullen 1:1 Umsetzung, oder kann man das über den gleichen Kamm scheren? Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie gut das Spiel an sich schon gealtert ist und wie viel man dann noch dran machen muss, um es wieder neu aufzulegen. Beispiel Grim Fandango Remastered zum Beispiel, was jetzt neulich auch rauskam, ist nicht viel gemacht worden, hätte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten können, aber funktioniert als solches immer noch hervorragend, Steuerung ein bisschen angepasst, und ist auch ein Spiel, was man bestimmt so viele Jahre später nochmal spielen kann und auch spielen sollte, zumal die Originalversion einfach auf den meisten Systemen gar nicht existiert, sondern nur auf dem PC und die alte PC-Version heutzutage auch schwer zum Laufen zu kriegen ist. Anderes Gegenbeispiel, Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered, das jetzt sogar in der HD-Version so aussieht, wie man es nicht mal mehr so schlimm in Erinnerung hat, damals auf PS2 und auf dem PC. Erschien jetzt für iOS, oder? Ja, auch, ja, aber es sieht halt grauenhaft aus und das Spiel ist nicht besser geworden in all den Jahren. Weiß ich nicht, ob sowas dann braucht. Das klingt halt schon ein bisschen sehr nach schneller Geldmache. So, wir verbessern das halt fast gar nicht. Kommt drauf an, also bei Halo zum Beispiel ist es ja der Hammer, was die da gemacht haben. Oder Majora's Mask oder Zelda. Wie ist das erste Zelda? Ocarina of Time. Ja, wie hieß das erste Zelda? Also ja, ich bitte dich raus! Zelda. Ja. Ja, das 3DS-Dings. Ja. Halt. Aber Halo, eigentlich perfekte Steilvorlage. Halo ist im Grunde ja genau so, wie man es eigentlich machen soll, meiner Meinung nach. Also du hast die alten Spiele, die du theoretisch dann in ihrer alten Fassung nochmal spielen kannst. Natürlich alles jetzt auf HD-Optik dann gebürstet und so. Hast aber auch die Möglichkeit, irgendwie in eine neue Grafik-Engine zu schalten. So war das jetzt bei Halo 2, das sind ja Halo 1, 2, 3, 4. Und bei 2 haben sie das komplette Spiel einfach nochmal komplett neu bearbeitet, sowohl den Sound als auch die Grafik. Und du kannst dann da halt auf Knopfdruck umschalten. Und das ist halt so geil, weil es wirklich innerhalb von einer Millisekunde funktioniert, dass ich mir danach gedacht habe, warum hat das nicht eigentlich jedes Remaster-Spiel? So jetzt auch bei Resident Evil wäre halt total geil gewesen, wenn man da wirklich auf Knopfdruck in die alte Grafik von 96 irgendwie hätte schalten können. Also es hätte schon so seinen Charme gehabt. Wobei du ja da sagen musst, die Remastered-Variante war ja trotzdem die Remastered von der GameCube-Variante, ne? Oder meinst du, die war nicht? Ja, ja, genau. Oder? Deswegen ist immer so eine Frage Remaster, Remake. Also das erste Resident Evil auf dem Cube war ja dann Remake, und jetzt ist es ja eigentlich ein Remaster-Remake, weil es ja jetzt das Remake nur halt in HD ist. Also mittlerweile kommt man da auch so durcheinander. Ich finde, viele Hersteller machen es mittlerweile, um vielleicht irgendwelche Entwicklungspausen zu überbrücken. Jetzt zum Beispiel bei Last of Us war halt ein Riesenloch im Sommer bei der PS4. Und da dachte man sich, vielleicht hat noch nicht jeder auf der PS3 das gespielt. Ja. Deswegen bringen wir es jetzt fast unverändert einfach nochmal raus. Klar, es ist ein tolles Spiel, aber da fragt man sich dann halt schon, ist das nicht doch Geldmacherei? Was war denn eure letzte HD Remastered Edition von einem Spiel, die ihr selber gespielt habt, privat? The Last of Us bei mir. Halo. Das wollte ich tatsächlich noch. Da haben wir es schon. Ja. Ich habe Halo sogar selber auch. Ich habe es nur noch nicht gespielt, weil ich warten wollte. Ich spiele jetzt bei GameCube auch bei Halo 3 dann mit, das ich früher nie gespielt habe. Aber ansonsten Last of Us, das wollte ich nochmal durchspielen, aber bin dann auch nach einem Drittel oder so, war es dann doch da dieses Jahr. Ich kenne es halt doch schon. Ja. Und also so hast du dann nach einem Drittel aufgehört? Ja. Ah ja, okay. Aber trotzdem tolles Spiel. Ja. Das ist ja bei denen auch so eine Sache, auch bei GTA. Für die Leute, die von mir aus keine von der letzten Konsolengeneration hatten,
Und gerade diese richtigen Meisterwerke aus dem späten Zyklus, die vielleicht die alte Konsolenpower ein bisschen so an die Grenze gebracht haben, die jetzt eben nochmal mit einer Schippe schöner, das finde ich okay. Zumal, was heißt Geldmacherei? Ich meine, jedes Entwicklerstudio kann Geld gut brauchen, um das nächste große Projekt dann anzugehen. Mhm. Also warum sollten sie ihre richtig guten Spiele dann nicht nochmal in schöner verkaufen wollen, wenn sie Leute haben wollen? Und also ich glaube auch, dass eben Abzocke das falsche Wort ist, weil es wird ja am Ende des Tages auch keiner gezwungen, sich das Ding jetzt zu kaufen. Exakt, wie es jetzt bei der ein oder anderen DLC-Politik ist, wo man dann von Abzocke wirklich sprechen kann. Aber da merkst du schon auch immer deutliche Qualitätsunterschiede. Ne? Also bei Halo ist es halt wirklich geil. Die haben da richtig viel Arbeit einfließen lassen. Ich finde, Resident Evil setzt sich so, also das ist jetzt das ich zuletzt gespielt habe, setzt sich so ein bisschen zwischen die Stühle irgendwo. Also einerseits wäre schön zu sagen, du könntest da irgendwie zumindest die Auflösung schnell switchen und auch diese Ladezeiten, die ja gar nicht mehr nötig sind, was die Türen angeht, das zumindest auszustellen wäre cool. Ich finde, Speichersystem und so kann man sich darüber streiten. Ich finde, das muss auch so beibehalten werden, weil du komplett das Balancing zerstörst, wenn du das irgendwie neu auflegst. Weil es ist ja eigentlich nur eine Überholung quasi. Aber ja, so merkst du schon Unterschiede. Kennt ihr noch The Chaos Engine? Amiga und Super Nintendo. Bitmap Brothers. Ja. Mhm. Und das gab es eben neulich auch mal, es hieß nicht Remastered, oder sie haben den Namen schon geändert auf Steam und trotzdem aber auch so seine 10, 15 Euro. Also jetzt nicht irgendwie mal für 2 Euro hinterhergeschmissen. Und ach, das war ein Spiel? Ja. Ach so. Was sagst du? Nee, ich dachte, du redest von der Engine halt. Ach so, nee, Chaos Engine war so ein Top-Down-Ding. Okay. Und das lief auch auf der Chaos Engine. Ja. Basierend auf der Chaos Engine, auf einer wahnsinnigen KI. Und das ist halt schlecht gealtert. Gut, Mai ist so. Und dann hatte das aber noch so einen Super-Modus, den verbesserten Modus, dass es dann quasi in HD erstrahlt. Und das war so, als hättest du ein Kind mit Wachsmalstiften hingesetzt. Das hat dann einmal kräftig drüber gerubbelt und dann hast du da, ich weiß nicht, K-Taste oder so drücken können und dann war es für den Arsch. Und ich habe das damals in einem Test ziemlich zerrissen, ziemlich. Und habe dann auch Mail bekommen, was ich für ein Lappen bin. Ja. Von irgendwelchen Retro-Fans. Und von Tobi. Und von Tobias. Der mich gelobt hat, aber hintenrum dann Mails. Was zur Hölle, du Schwein, genau. Deine Mutter lutscht Bip-Bip in der Hölle und so. Wie der Tobi halt so ist in den Mails. Ja, klar, genau. Ja. Was, die haben diese Pixelglättung als Feature verkauft. Ja. Das ist halt schlechter aus. Ja, total. Ja, ja. Die gibt es ja auch bei, wenn du den Scum VM, also diesen Emulator für die alten LucasArts-Spiele hast, oder auch. Man kann zum Beispiel Ultima 7 jetzt auch mit so einer Spezialsoftware heute nochmal spielen und da kannst du auch quasi die Pixel, damit die nicht so aufgebläht sind, quasi glätten lassen. Das ist dann so, wie als wären die abgerundet und das sieht halt immer scheiße aus. Ja, das gab's. Aber da spricht nochmal keiner drüber, so ja, hat jetzt das große Upscaling-Feature und so weiter und die haben das als Feature verkauft, total. Das ist ja frech. Und das war, deswegen habe ich es halt auch abgestraft und ein Spiel ist halt auch nicht gut gealtert. Es gibt ja Spiele, eben Secret of Mana, Zelda, Contra, also Protector, die kannst du halt immer noch spielen, die sind fantastisch, aber das Ding ist halt, du bleibst überall hängen, Multiplayer ist total beschissen. Ich kriege jetzt wahrscheinlich die nächsten Mails gerade schon. Ja, genau. Von Tobi, der tippt schon ins Handy. Ja, du scheiß Freak. Schon über. Aber um das Stichwort Zelda nochmal ganz kurz aufzugreifen, am 13. Februar kommt jetzt das mit Majora's Mask. Und ich habe in diesem Zusammenhang ganz oft eben von Zelda-Fans gelesen, oh toll, das ist für mich das erste Mal jetzt, wo ich mit Majora's Mask spiele, weil sie halt einfach jünger sind jetzt als, ne? Es ist halt nicht unsere Generation. Das heißt, was glaubt ihr denn? Also richten sich solche HD-Collections dann tatsächlich eher an Leute, die den Wunsch haben, so ein Spiel mal nachzuholen, ohne sich jetzt so eine alte Konsole anschaffen zu müssen? Oder richtet sich eine HD-Collection oder so eine Remastered-Collection dann wirklich eher an den Fan, der sagt, ich habe das vor 100 Jahren gespielt und es war so geil und ich freue mich jetzt total, dass es nochmal kommt? Im Idealfall wahrscheinlich an beide. Ne? Ja. Das wäre halt dann top. Weil dann kannst du sagen, ja, eben meine Seiten sind N64, den ich mittlerweile irgendwo im Keller eingemottet habe, habe ich das Ding nicht mehr gespielt, war total geil. Ja. Und gleichzeitig Leute, die halt sagen, Majora's Mask, ich liebe Zelda oder ich finde es gerade interessant, spiele ich auch. Dann wäre es natürlich super. Aber gut, wir sind jetzt alle ungefähr dieselbe Altersregion, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig. Stell dir einfach vor, du wärst 16, Daniel Falz. Ja. Ist lang her? Das wäre schön. Sehr lang her. Und so Riesenkoteletten. Ja. Auf dem Mofa Zelda spielen. Das war doch in den 60ern, da gab es noch keine Schlaghosen. Ja, stimmt. Richtig, genau. Die habe ich ja jetzt erst die HD-Collection von Kingdom Hearts mal mitgegeben. Ja, oh, ich habe es noch nicht gespielt. Eins oder zwei? Beide hat er inzwischen. Ja. Ja. Super. Ich finde es auch toll. Auch also durch das erste muss man sich halt so ein bisschen durchquälen. Ja. Da steckt so dieses ganze Konzept noch in den Kinderschuhen von allem. Finde ich vom Spielerischen als auch von der Story. Macht viel halt wett durch seinen Charme. Aber im zweiten entfaltet sich dann dieses ganze Universum so ein bisschen. Das lohnt sich durchaus mal zu spielen. Obwohl ich jedem auch empfehle, erst mit dem ersten wirklich einzusteigen. Ja. Und dann mit dem zweiten. Ja, das habe ich ihm neulich auch noch gefragt, weil nicht ganz. Also ich hätte mir ja gewünscht, wirklich beide Teile irgendwie zusammen. Aber das gibt es dann wahrscheinlich, wenn der dritte Teil kommt, dann für die PS4. Ja, aber du hast ja zumindest in beiden Collections hast du ja, glaube ich, zwei Spiele plus ein Spiel, das dann in Form nur von Videos ja, genau. nochmal
gezeigt wird insofern. Und das ist halt auch super aufbereitet, finde ich. Und ja, da kriegt man dann auch was fürs Geld. Genau, und immer wenn ich das Gefühl habe, man kriegt wirklich was fürs Geld, dann sage ich, ja, warum nicht? So. Ja. Ich verstehe nicht ganz, warum Nintendo da nicht mehr in die Richtung macht. Also es kam jetzt zum Beispiel gestern Metroid Prime Trilogy für die Wii U raus, wo du nicht mal in den Wii-Modus gehen musst, sondern du spielst quasi die Trilogy komplett, brauchst natürlich auch Nunchuck und Remote. Ja. Aber was für gute Spiele das sind, und das wird gar nicht groß angekündigt und das wird auch gar nicht groß angepriesen. So, ja, jetzt endlich die komplette Metroid Prime Trilogie für die Wii U. Ja. Genauso wie, warum legen sie denn nicht die wirklich guten Spiele, die für die Wii erschienen sind, nicht nochmal in HD auf für die Wii U? Das kann doch so schwer nicht sein, ein Emulator kriegt es ja auch hin. So die Mario Galaxy 1 und 2 oder Twilight Princess. Ja, ich meine, bei Wind Waker hat es ja auch funktioniert. Ja, das war sogar ein Cube-Titel. Ja. Ja, ist schade, aber außer Zelda, das war eben bei Wind Waker oder jetzt auch bei Majora's Mask, waren es die HD-Remakes, wird dann nicht viel Wirbel drum gemacht. Ja, schade. Ja. Ist halt Zelda. Ich freue mich mega auf Majora's Mask. Wobei ich bei Ocarina of Time auch das Problem hatte, irgendwie, das ist teilweise schlecht gealtert. Weil es hat halt diese Momente, klar, ich wusste, wo ich überall hin muss, aber es gab auch vereinzelte Momente, wo ich eben nicht wusste, was ich jetzt als nächstes machen muss. Und das Spiel gibt dir halt keinen Hinweis. Bei Ocarina of Time? Bei Ocarina of Time. Ja. Du meinst jetzt beim neuen? Bei dem 3DS-Ding, ja. Ja doch, da gibt doch jetzt die Sheikah-Steine. Ach so. Ja, ja. Das ist ja dann habe ich die wohl übersehen. Ja, da hast du die wohl übersehen. Ja. Ich habe es ja nur getestet. Genau das finde ich sogar bei diesem 3DS-Remake von Ocarina of Time, fand ich dann so ein bisschen schade, dass sie da dem Moment, verschluck mich, dass sie dem Spieler da zu viel Hilfestellung eigentlich geben. Ja. Also der sagt ja eigentlich immer, was muss man als nächstes tun? Dungeon-Rätsel und Overworld-Rätsel und Minispiel-Rätsel. Ist jetzt auch schon ewig her. Wann war das? Vor 4 Jahren oder so? Boah, aber damals habe ich sie, glaube ich, Das ist schon lange her. Und das ist ja so ein Trend, finde ich, so ein bisschen bei Nintendo, dass die Spiele halt da so wahnsinnig einfach werden. Wenn du viermal stirbst, kommt dann irgendwie so ein Ding am Anfang des Levels, wo du dann gegenspringst und dann bist du unverwundbar und 1000 km/h schnell und bist dann irgendwie nach so einer Sekunde am Ende. Unverwundbar und 1000 km/h schnell. Und das mit 16. Ich bin da ganz dankbar um die Option, ehrlich gesagt. Also wir hätten, glaube ich, mich und ich hätten Mario 3D World ohne den weißen Tanuki-Suit. Ja. Aber ohne den hätten wir es, glaube ich, nicht geschafft. Ja. Da seid ihr ewig dran gehockt, oder? Ich habe das nur das war auch der ungefähr denkbar größte Spaß der Welt. Ja, so eine Gaudi. Ja, ist es. Gut, ich glaube, dann hätten wir die Frage der Woche, das Hauptthema. Das war auch schon. Ging ja schnell. Gut abgedeckt. Ja, ich habe gerade schon wieder hier aus der Regie das Schild gesehen, wo drauf steht schon wieder über 20 Minuten. Ja, ihr hört nicht auf. Darf ich vielleicht noch kurz zwischenfragen, was ihr denn gern für HD-Remaster noch hättet? Ja, wenn ihr euch ein Spiel auswählen könntet. Das ist natürlich schon auch noch wichtig. Resident Evil 2. Ich will endlich Resident Evil 2. Ja, aber warum? Also Resident Evil 2 zählt auch zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Nicht nur Horrorspielen, sondern Lieblingsspielen. Mhm. Ähnlich auch wie Silent Hill 2. Mhm. Aber ich sage in dem Zusammenhang das Gleiche immer wie auch bei FF7. Ich finde, bei solchen Spielen würde das so ein Stück weit den Charme, glaube ich, auch kaputt machen. Aber wenn es zumindest so überholt würde wie Resident Evil auf dem GameCube? Weil das war ja eigentlich fast dann trotzdem die beste Variante. So gerne ich Resident Evil Original auch mag, aber diese GameCube-Variante damals, die war doch Hammer. Die war toll, ja. Und sowas hätte ich mal damals. Ich mochte damals auch dieses Zero. Wie hieß denn das Zero, ja? Mit dem Zug am Anfang. Das habe ich nie gespielt, leider. Weil, super. Genau, und sowas halt mit dem Zweier. Kennt ihr das gar nicht? Resident Evil Zero auf dem GameCube? Super. Super Spiel. Und sowas mit dem Zweier. Das hätte gereicht. Also ich brauche jetzt nichts irgendwo hier auch mit neuer Steuerung und so, sondern eigentlich nur in diesem Stil. Also wirklich ein, ja gut, Remaster, was ist es dann? Remaster, Remake? Also, schon ein Remake. Naja, dann ist es schon fast eher ein Remake. Damals war es ja als Remake, ja, gut. Also bei mir ist es definitiv Blastcore. Blastcore? Das ist aber ein Porno. Also. Das war einfach vom Spielprinzip so geil. Du musst halt irgendwie den Weg freimachen für einen Atomtransporter, der außer Kontrolle geraten ist. Klasse, und alles zerstören. Aber mit diesem Bulldozer, oder? Ja, ja, genau. Und du musstest dann zwischendurch auch die Fahrzeuge wechseln und so. Und es war teilweise irre schwer. Und heute wirklich in überarbeiteter HD-Grafik mit 5.1 Sound, was weiß ich. Glaube ich, wäre richtig geil. Wäre gut. Würde ich sofort kaufen. Okay. Würde ich auch kaufen, um es Michi zu schenken, weil das ist das Spiel, was er von allen Spielen am meisten hasst. Echt? Weil er bei dem Spiel mal einen Controller durch ein Fenster geworfen hat. Aber das kann er bestimmt selber mal erzählen, die Geschichte. Er hasst Jade. Toll, ja. Würde ich ihn zwingen, dass er das nochmal spielt. Was hättest du denn gern, Daniel? Ich glaube, ich hätte gern die X-Wing und TIE Fighter in hübsch. Die gleichen Missionen, das gleiche Spiel, nur in hübsch. Ja, okay. So mit moderner Technik, was heute so geht, weltraummäßig und so. Das wäre bestimmt geil. System Shock wäre dann auch ganz nett, der Zweier.
Ja, aber wobei das kann man heute noch ganz gut spielen. Ja, das moddest du ein bisschen, dann sieht das immer noch gut aus. Also gut nicht, aber es geht schon noch. Okay. Ja, komm, okay, ja. Kann man gut spielen. Gut, dann werfe ich mal diese, das zerstört den ganzen Charme-Einstellung über Bord und sage dann, Shenmue wäre toll. Oh ja. Vielleicht. Shenmue 3 wäre auch nicht schlecht. Ja, ja. Shenmue 3 wäre auch nicht schlecht. Ja. Und, oder Parasite Eve, wenn das irgendjemand von euch kennt. Ja. Ja. Tolles Rollenspiel. Kennst du nicht, Daniel? Super. Ich kenne den Namen. Das ist auch so der zweite kam sogar, glaube ich, auch in, zumindest in Europa. Echt? In Deutschland weiß ich gar nicht. Hm. Ich glaube nicht. Aber der erste kam in Amerika. North America and Japan. In the Japan und in North America? Aber was, wenn es nicht geil, wenn wir in Final Fantasy VII so generell überholt wird? Nein. Nein. Das sollen sie jetzt endlich mal in Ruhe lassen. Entschuldigung. Nein, ich finde wirklich, dass man, wieso kann man so eine Marke nicht einfach mal in Ruhe lassen? Klar, das ist ein Stück weit legitim, dass da gemolken wird, bis nichts mehr geht. Jetzt. Und ich glaube, das ist auch der Titel, wo du am meisten kaputt machen kannst. Ja. Ja. Und das, also sie lassen es halt nicht in Ruhe. Also jetzt, gerade diesen Monat, nächsten Monat, kommen halt wieder neue Actionfiguren raus dazu. Ja. Das Ding ist von 97 und Spin-Off hier und Ableger da und jetzt kommt ja sogar das Remake. Mhm. Das Remake, ja, ja. Das ist halt einfach die PC-Version. Und ich bin wirklich bekennender Final Fantasy VII-Fanboy. Gar nicht unbedingt Final Fantasy als solches generell. Ich mag zwar viele Teile, aber FF7 schon. Aber selbst da muss dann auch jemand wie ich sagen, was? Why? Und du würdest es auch nicht spielen, wenn es kommen würde? Das habe ich mir damals, weiß ich nicht. Das also habe ich mir damals nämlich bei Perfect Dark gedacht. Doch, das schon. Doch. Hätte ich es mal nicht gespielt. Spielen würde ich es schon, allein um da halt mitreden zu können. Aber diese PC-Version, die da jetzt kommt, die werde ich nicht spielen. Also warum? Warum soll ich denn ein? Wann kam die PC-Version? 99, glaube ich. 98, 99, sowas. Die ist jetzt bei hochskaliert, oder? Ein Spiel von 1999, ich weiß gar nicht. Also das ist genau das Gleiche, nur dass die Figuren hat halt alles, was 3D-Grafik ist, ist halt schärfer ein bisschen. Ja, ja, bisschen schärfer, ja. Fertig, also aber was soll das denn dann? Das kommt wie die PlayStation 4. Was soll das denn dann kosten, das Spiel? 20er? Wobei ist das Square Enix, also 30. Also da bin ich wirklich mega gespannt, was zumal das ja immer noch super spielbar ist. Ist ja immer wieder überraschend, wie gut das immer noch funktioniert, das Spiel. Absolut. Trotz der alten Grafik. Also. Absolut, ja. Absolut, absolut. Aber eure Wünsche, was HD-Remakes und Remastered Editions von Lieblingsspielen betrifft, gerne in die Kommentare. Wir machen ein kurzes Päuschen. Machen uns eine Cola warm und dann geht's weiter mit Folge 2 von Come On! Come On! Heute mit einer, glaube ich, in dieser Form noch nie dagewesenen Besetzung. Schade, gell? Ja, eigentlich schade. Daniel Veit von GameTube, Tobias Veltin von der GamePro, hallo. Florian Heider von Hi5. Hallo! Und ich. Maxi ist ja im Urlaub. Ja. Beziehungsweise sie zieht um. Stimmt, das also darf man nicht als Urlaub nicht locker, sondern genau, sie zieht um, schleppt Waschmaschinen durch München. Ja, mehrere. Ja, mehrere. Das ist ja das Tolle am Maxi. Mhm. Okay. Hätte ich jetzt nicht sagen dürfen jetzt? Nö, ich weiß das ja. Heikles Thema. Ja, das ist halt jedes Mal. Ja, aber es sei ihnen gegönnt, oder nicht? Bestimmt. Nee? Ja. Ja. Spitzenklasse. Ja. Da geht die Stutenbissigkeit nämlich schon los. Ja. Aber GameTubes sind halt Stars, Popstars. Ja, kannst du nichts machen. Ja. Da sind wir direkt dagegen. Muss man ganz klar so sagen. Tobi, alte Hilfsarmöbel. Ja. Wo ist dein Mikro? Sitzt das alles oder siehst du nicht hier, richtig? Das ist hier, ja. Gut. Du warst schon ewig nicht mehr hier. Ja, letztes Mal vor einem Jahr ungefähr. Genau. Wahnsinn. Ja. Der hatte ihre Waschmaschinensammlung. Ja, das ist die einen mögen DVDs, die anderen Waschmaschinen. Spitze. Und wo ist der Obermeier eigentlich? Der hat keine Zeit. Ach. Der muss ein Interview geben für, ich weiß gar nicht, für was. Moment, was? Er gibt eins oder er führt eins? Er gibt eins. Das heißt, er wird interviewt? Er wird interviewt. Von wem das denn? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Jetzt kommt, aber der kommt extra aus Österreich hierher, um uns zu interviewen, beziehungsweise mit uns meine ich Michi. In Vertretung von den anderen GameTube-Jungs. Ach, es geht um GameTube. Genau. Aber Michi ist ja der Anführer von GameTube. Sozusagen. Ja, ist ja richtig. Sagt er das hier immer? Ja. Öffentlich? Mhm. Oh. Ja. Was tut sich bei dir? Was geht bei der GamePro? Ja, GamePro-Kram halt. Ne? Ich spiele im Moment Dying Light. Aha. Mhm. Und habe ich übrigens gesehen, unser geschätzter Kollege Pete Smeet, Grüße an dieser Stelle, hat gestern getwittert oder auf Instagram war es, glaube ich, weiß gar nicht, mir blickt da gar nicht mehr durch. Instabook oder Ugram. Facegram. Ja, Dying Light, Pappaufsteller mit PewDiePie. Ja, ja. Zitat, it's so awesome, I love it oder irgendwie so. Großer Stress bei der Journalie draußen. Ja, früher waren wir das nämlich noch, die als Accolades auf den Plakaten drauf waren. Und jetzt ist es dieser doofe YouTuber. YouTuber, sagt man auch. Glaube ich schon, ja. YouTube. Echt? Ich dachte immer, man sagt YouTuber.
Oder YouTuber. Ja. Die haben mehr Ahnung von der Materie. Das sind die Stars. Ja, wie kamen wir jetzt da drauf? Ach so, ja, genau. Dying Light. Über mich. Ja, ja, ja natürlich. Und läuft? Ja, Dying Light gut. Ja. Ja. Ja, sagt er jetzt. Ne? Er hat ja immer, ich glaube, die letzten 4 Tage oder so, komme ich immer drauf. Oh, Dying Light. Ja, ja, wie ist es? Ist okay. Ja. Und irgendwie jeden Tag, wenn ich drauf komme, irgendwie hockt der Tobi da und zockt Dying Light. Ich bin nämlich nicht sicher, ob er es noch müsste. Ja.